Auf der Wiese haben wir hier, gell? Was haben wir da, Leonard? Ein Hase. Und das hier? Ein Leckerling. Ein Schmetterling. Und das hier? Eine Biene. Und das da? Ein Dummer. Eine Blume, ja. Und nebendran ist eine Heuschrecke. Das ist ein Topf mit Honig drin. Weißt du, was Honig ist? Und ist ein Puff. Honig ist drin im Topf, genau. Die Bienen sammeln, wenn sie von Blume zu Blume gehen, sammeln sie ein und machen Honig daraus. Sie sammeln die Pollen und dann machen die Honig und tun das in ihrem Nest verstecken. Und dann kommt der Mensch und holt es, weil er ihren Honig essen will und gibt ihnen Zuckerwasser. Es ist echt ein wenig schade, dass es so klein ist. Also ein runder Kopf, lange Ohren. Und Beine? Und dann ein Ich habe so, keine Beine. so. Nur einer hat Beine. Doch, die haben so Beine, so. Und der nächste und der achte hat So. kein Buckel und Hase, kein. gell? Wie das auch. Und wo hoppelt der Hase normalerweise? Auf der Hüpfe, Wiese. Hüpfe, Genau. Hüpfe, 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 Hüpfe. Hüpfe, was oben. Nach oben. Und Und da haben wir eine da. Blume. Da ist ein runder Kreis. Und dann macht man drumherum Da die noch Wasser. Blütenblätter. So. Der Und dann Hase ist den unten Stiel zum und die Blätter. Wasser. Da ist der Hase. Ist runterfallen auf dem Wasser. Das ist nicht runtergefallen. Oh, was haben wir da? Das ist eine. Eine Raupe. Immer so. Ich mache immer den Pflanzenfressenden, gell? Aber jetzt mal, hier mal gerade die Biene. Die große. Und was machen Bienen? Was haben wir gerade gesagt? Das sind Bienen. Die holen was? Bei den Blumen? Blumen holen. Da holen die Honig. Die Honig. Und was machen die mit dem Honig? Selber essen. Aber der Imker Selber. kommt und nimmt es den weg und gibt den Zuckerwasser. Da haben wir die Raupe. Wasser, gell? Zuckerwasser. Das Zuckerwasser. würde dir schmecken, gell? Schmeckt dir Zuckerwasser? Nein. Na, warum nicht? Nicht Zuckerwasser. Kein Zuckerwasser. Doch kein anderer. Das ist eine Raupe. Weißt du, was gemein ist? Aus der Raupe wird ein wunderschöner Schmetterling. Aber wenn man für die Seidenproduktion, wenn man Kleider trägt aus Seide, tun sie diese Raupen, machen sie ganz, ganz warm. Die tun sie ganz warm. Kochen, damit daraus Seide wird, aus den Das schönen ist Faden, Fifia drauf. wo Raupen drin sind. Das ist Fifia drauf. Das ist ein Maulwurf. Ein Maulwurf. Wollen wir mal den Maulwurf malen? Nein. So mit. Anders. Eine Schnecke. Und nochmal ein Graskäfer. Nein, nein. Ein Marienkäfer. Nein. Ein Schmetterling, da ist er, daraus Raupe wird zum Schmetterling. Sollen wir den Schmetterling malen? Ja. Dann machen wir erst den Kopf, Augen und den Mund, die den Körper, so. Dann haben wir das und dann machen wir einmal einen Flügel, noch einen Flügel und den unteren Flügel. Das hat alles gar nicht so viel Platz hier. Noch Und einer? dann malen wir hier so die Kreise rein, wo sie dann noch wollen. Was ist Noch das? ein Schmetterling. Ein Schmetterling. Ein Schmetterling, Ein Raube. Schmetterling. Der Papa hat schon mal Grashüpfer gegessen, gell? Der hat die beim Lagerfeuer hat er die gegrillt und hat gesagt, die schmecken ihm, weil die sind ganz knusprig. Die Bäcker nicht, gell? Nee, das ist bäh. Aber viel witziger ist,
dass alle gesagt haben, man kann auch keinen Grashüpfer essen, aber sie essen dafür Schwein. Schwein kann man essen, Grashüpfer nicht. Nicht. Nee, Schwein nicht und Grashüpfer nicht. Wir essen alles nicht, gell? So in etwa. Ich jetzt noch den Marienkäfer malen. Oder die Ameise. Ja. Dann malen wir noch die Ameise. Wir haben keine Farben, wir können nicht mit Farben malen. So, da haben wir die Ameise. Was? Kriegst du da Hunger, wenn du an Ameise denkst? Nein, gell. Weil du hast sie halt so schmatzend angehört. So. Bäh. Natürlich, bäh. Und jetzt machen wir eine Schnecke. Weißt du noch, wo wir auf Sardinien waren im Urlaub, Leonard? Was haben die da gegessen? Gell, da haben die Schnecken gegessen. Und wie findest du das, dass die Schnecken essen? Wir haben Schnecke gegessen. Und wie findest du das, dass die Schnecken essen? Ja, gell, auch bäh, gell. Und warum bäh? Die Schnecken sind auch bäh. Schnecken sind bäh. Und warum sind Schnecken bäh? Und der Grashüpfer. Grashüpfer ist auch bäh. Und die Schnecke und der Grashüpfer. Ja, aber also ich esse keine Tiere, weil ich nicht will, dass sie Schmerzen haben, wenn man sie kocht. Ich esse auch nicht. Du isst auch keine Tiere, genau. Mama, der Papa, gell? Der Papa isst Tiere, ja. Und dann machen wir noch den Maulwurf. Hallo. Bist du müde? Die Schnauze oder wie man das dann nennt. So. Der Körper, die Hände. Und eigentlich noch so ein Liebe. Und was? So, ist das ein Maulwurf? Das muss ein Maulwurf. Die Raupe haben wir schon gemacht. Ich glaube, jetzt haben wir alle Tiere mal gemalt. Den Marienkäfer noch. Den Mama noch. So, den halben Kopf, so, und die Augen, den Mund und den Fühler. Und dann einen Halbkreis. Und dann schwarze Punkte. Das Rot können wir eh nicht wieder malen. So, und Gras. Naja, das erkennt man nicht so wirklich. Und eben in dieser Geschichte, soll man die mal vorlesen, so halb. Also hier sieht man ja der Hase. Und hier, die fleißigen Bienchen sammeln Nektar. Schau hier drinne. Die kleine Raupe winkt dem Häschen zu. Bald schon werde ich ein Schmetterling sein, sagt sie. Ich wünsche dir eine tolle Verwandlung, liebe Raupe, wünscht die Schnecke. Schnecke zieht sich in ihr Häuschen zurück, um ein wenig zu schlafen. Und der Grashüpfer. Das ist der Grashüpfer. Ne, der Marienkäfer kommt herbeigeflogen. Und was? Die kleine Raupe will sich in ein Schmetterling verwandeln. Der Vogel. Ganz oben fliegt sie. Und jetzt hat die Raupe schon begonnen und wird bald zum Schmetterling. Alle schauen nun gebannt auf den Kokon der kleinen Raupe. Er bewegt sich immer heftiger und fängt an, bunt zu schillern und zu leuchten. Schau da. Das ist der Kokon Leonard. Siehst du den? Ja. Und daraus wird aus der Raupe der Schmetterling, aus diesem Kokon. Und dieser Kokon, aus dem wird Seide gemacht, das ist ganz weiche Kleidung. Aber die brauchen wir ja nicht, nur weil sie schön und weich ist. Was weil sonst macht man nämlich die Raupe kaputt. Die wird ja eigentlich gerade im Schmetterling, wenn sie im Kokon ist. Das ist ein Kokon. Da wird die Raupe zum Schmetterling. Tada! Und da ist er zum schönen Schmetterling geworden. Der Kokon bricht auf und tatsächlich entfaltet sich vor allem ein prächtiger, bunter Schmetterling.